Sie wissen, ich habe mich mit Vitamin D vor allem im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen beschäftigt. Und insofern, wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Und ich habe dann also die Herausforderung dennoch angenommen und habe jetzt mich mit Vitamin D und Krebs beschäftigt anhand der Literatur. Und je mehr Sie das tun, umso klarer wird Ihnen, warum diskutieren wir eigentlich noch? Wo ist das Problem? Ja, und selbst wenn jetzt die große Outcome-Studie fehlt, wir wissen, dass wir durch einen ausgewogenen, adäquaten Vitamin-D-Haushalt nicht schaden. Und die Kosten sind gering. Also wo ist noch das große Problem? Nochmal eine Frage an Sie. Sie haben ja auch schon hier eine kleine Umfrage gestartet. Wer von Ihnen kennt denn seinen Vitamin-D-Spiegel? Oh, wunderbar, warum komme ich eigentlich noch hierher? Nee, wir müssen rausgehen und die Ungläubigen bekehren. Wer substituiert regelmäßig Vitamin D im Winter? Wunderbar, wunderbar. Ja. Also bei den Omega-3-Fettsäuren bin ich noch nicht so dabei, aber das kann ja noch kommen. Ich nehme schon einen ausgewogenen Cocktail zu mir, Omega-3-Fettsäuren. Vielleicht denn in der Zukunft auch. Ja, ich habe meinen Vortrag so gegliedert, dass ich erst noch ein bisschen propedeutik in Sachen Vitamin D mache. Das könnte Eulen nach Athen getragen sein. Danach wollte ich mich mit Vitamin D und Krebs beschäftigen und ganz am Ende Ihnen ganz aktuelle Daten auch aus unserer Arbeitsgruppe zu Vitamin D präsentieren, aus dem sogenannten ODIN-Konsortium. Das haben Sie sicherlich noch nicht gehört. Ganz heiße Geschichten. Auch eine Diskussion, die so ein bisschen in die Richtung Kausalität geht. Ne? Das kann man nämlich mit genetischen Methoden, das wird vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen sein für Sie, das kann man nämlich mit genetischen Methoden approximativ abtesten. Wir beziehen unser Vitamin D aus der UVB-vermittelten Synthese von Vitamin D, Vitamin D in der Haut. Und wir wissen auch, dass die Nahrung relativ wenig zum Vitamin-D-Haushalt beiträgt. Also man müsste schon mehrere Kilo Schweineschnitzel essen oder ein Kilo getrocknete Shiitake-Pilze. Die müssen dann noch aufquellen lassen, ne? Wenn sie also das Kilo aufquellen lassen am Tag, um ausreichend Vitamin D mit der Nahrung zu sich zu führen. Also das ist kein Weg. Und die UVB-Einstrahlung im Winter, ne, ist sicherlich ein Problem, was der NDR noch nicht erkannt hat. Auch Patienten, die zu Ihnen kommen und sagen, ich führe doch jeweils am Morgen und am Abend meinen Hund aus. Ich bin doch an der frischen Luft. Warum habe ich so viel Vitamin D? Das funktioniert natürlich auch nicht, weil die Sonne zu niedrig steht am Morgen und am Abend. Also man muss dann schon in der Mittagszeit 10, 15 Minuten in die Sonne gehen. Und wer von uns macht das denn regelmäßig? Also ich kann mir das nicht leisten. Die Labormediziner sitzen normalerweise immer im Keller der Klinik, ja, und da kommt eh kein Licht rein. Also es geht ohne Substitution nicht. Ne? Wir haben eine ganz nette Übersichtsarbeit publiziert zu Vitamin D. Hier geht es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Kann ich Ihnen eigentlich nur empfehlen. 2006, mein Sparringspartner in Sachen Vitamin D, der Stefan Pilz, ist Ihnen sicherlich auch allen bekannt aus Graz. Und an dieser Stelle will ich mich bei ihm mal bedanken für die schöne Kooperation. Und er hat mir auch ein paar Folien zugeschoben für diesen Vortrag. Das soll nicht unerwähnt bleiben. Sie haben oben die Quellen von Vitamin D, also aus der Haut, aus dem Darm. Dann haben Sie die Hydroxylierung von Vitamin D in der Leber. Und das 25-Hydroxyvitamin D, das ist unsere Speicherform. Das reflektiert auch den Vitamin D-Haushalt. Also wenn wir Vitamin D messen, dann bitte zuerst 25-Hydroxyvitamin D. Es mag auch die eine oder andere Indikation geben, 1,25-Dihydroxyvitamin D zu bestimmen. Aber man muss wissen, dass 1,25-Dihydroxyvitamin D stammt vor allem aus der Niere, wo es gebildet wird, sehen Sie auch auf dem Schema. Es ist tausendfach niedriger konzentriert als das 25-Hydroxyvitamin D, deshalb labormedizinisch nicht trivial. Und man
geht davon aus, dass jedes Gewebe, nicht nur die Niere, 25-Hydroxyvitamin D in 1,25-Hydroxyvitamin D umbauen kann und dass es lokal passiert, sodass, wenn Sie 25-Hydroxyvitamin D bestimmen, Sie eigentlich auch sehr gut die Synthese in allen Geweben und nicht nur in der Niere erfassen. Spricht also vieles dafür, diesen Parameter für die Diagnostik herzunehmen. Wir wissen auch, dass Vitamin D eine ganze Reihe von endokrinen Effekten einerseits hat, aber auch parakrine Effekte und lokale Wirkungen. Vitamin D steuert 2.000 bis 3.000 Gene und das ist sehr komplex, das können wir in diesem Vortrag nicht abhandeln. Es ist also ein ubiquitärer Schaltstoff für den Stoffwechsel. Und das sollte man auch immer im Auge behalten, es hat wahrscheinlich sehr viele pleiotrope Wirkungen. Nicht nur was Tumore anbelangt, auch was Herz-Kreislauf-Erkrankungen anbelangt, die Knochengesundheit, auf die will ich noch ein bisschen eingehen. Also 25-Hydroxyvitamin D steht im Mittelpunkt. Wie definieren wir nun einen ausreichenden Vitamin-D-Status? Das ist der Sukkus aus allen Empfehlungen der Fachgesellschaften, Institute of Medicine in den USA, europäische Fachgesellschaften. Eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung können Sie dann annehmen, wenn der Spiegel im Plasma 30 Nanogramm pro Milliliter überschreitet, das sind 75 Nanomol pro Liter.